Drei Tage nach dem Verbrechen. Die Stimmung in Burg Wedel ist verhalten. Die Kleinstadtruhe, die sonst dazugehört, wirkt heute irgendwie oberflächlich. Als wir gerade ein Interview mit diesen beiden, er Flüchtling aus dem Libanon, sie Flüchtlingshelferin, beginnen wollen, kommt es zu dieser Situation. Ich habe zwei, einer studiert demnächst und einer macht eine Ausbildung und die sind okay. Und die anderen stechen Leute an. Bitte? Und die anderen stechen Leute an. Das sind alles Studenten, studieren alle. Ja, ganz toll. Zufällig. Ja. Das ist die Mehrheit wahrscheinlich. Wahrscheinlich die gefühlte Mehrheit. Ne? Ja. Ja, ich habe selber schon Theater miterlebt im anderen Supermarkt. Erzählen Sie mir nicht, dieses Mal ist es nur eskaliert. Erzählen Sie mir nicht, dass das der erste Zwischenfall ist. Es ist nur eskaliert. Ich habe selber schon Theater bei Rewe erlebt, wo die Polizei einschreiten musste. Das wird alles, das wollen die Gutmenschen alle nicht hören. Das ist das Problem. Aber es wird jetzt in Burg Wedel etwas schwieriger, narzisstisch dieses Gutmenschentum auszuleben, vor sich selber und vor der Gesellschaft. Das wird jetzt etwas schwieriger. Die Stimmung hat sich schon etwas gedreht und die wird sich noch weiter drehen. Sie sind dagegen, dass hier Flüchtlinge sind? Nein, hat kein Mensch gesagt. Ja, aber so verstehe ich Sie jetzt. Nein, kein Mensch gesagt. Das haben Sie jetzt ganz falsch interpretiert. Nur eine Momentaufnahme von diesem Tag in Burg Wedel. Und das ist das Problem der Flüchtlinge. Wir haben mir jetzt schon ganz viele gesagt, jetzt ist das passiert hier in Burg Wedel. Das sind wir jetzt wieder alle gewesen. Das ist ja immer die Meinung der Menschen. Da einer macht was und alle sind jetzt böse. Dabei hatte man sich in der 20.000 Einwohnerstadt sehr bemüht für ein gutes Miteinander. Neben Sprachkursen, Kaffeerunden, Hausaufgaben und Lebenshilfe baute die Stadt Burg Wedel sogar neue Häuser für die Neuankömmlinge. Von daher ist die Willkommenskultur bei uns in Großburg Wedel eine ausgesprochen große gewesen. Ich will auch sagen, wohl mehr als anderswo. Die Stadt wurde dafür aber nicht nur gefeiert, sondern auch öffentlich kritisiert. Mit Kommentaren wie diesen. Aber der deutsche Rentner sammelt Flaschen, damit er sich etwas zu essen kaufen kann. Super Sache hier in Deutschland. Ich könnte kotzen. Mit öffentlichen Stellungnahmen hält man sich bei diesem Thema seither im Rathaus sehr zurück. Vor der Kamera sprechen möchte mit uns hier heute niemand. Aber von der Stadt erfahren wir, die Familie des mutmaßlichen Täters lebt seit 5 Jahren gemeinsam in einer Wohnung in Burg Wedel. Doch kaum jemand kennt sie. Die Familie bleibt unter sich, unauffällig. Die Tat, sie scheint wie aus dem Nichts gekommen. Dass es sich sicherlich nicht um einen sogenannten Intensivtäter handelt, der also schon vielfach aufgefallen ist, etwa in ähnlicher Weise. Das ist nicht der Fall. Das Ermittlungsverfahren wegen versuchter Tötung ist mittlerweile als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Eine Tötungsabsicht sei juristisch nicht gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Nach NDR-Informationen bestreitet der 17-Jährige die Tat nicht. Aktuell sitzt er in der JVA Hameln in Untersuchungshaft. Das Opfer liegt nach wie vor im künstlichen Koma.